In Steinhaus fand ein großes Oldtimer-Treffen statt. Der Oldtimer-Club dieses Ortes in der Nähe von Wels organisierte diese Veranstaltung. Da das Wetter mitspielte, kamen ca. 270 Teilnehmer, die aus fast ganz Österreich anreisten. Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, wurde sogar die Ortsdurchfahrt in Steinhaus gesperrt. Die Traktoren waren ebenso auf Hochglanz gebracht worden wie die Motorräder und die Autos. Die Fahrzeuge wurden in Reihe und Glied aufgestellt oder im Halbkreis angeordnet. Um ca. 11 Uhr begrüßte Bürgermeister Harald Piritsch die Teilnehmer und zahlreich erschienenen Gäste. Feuerwehrautos aus längst vergangener Zeit waren ebenso zu bestaunen. Auch Pfarrerpater Andreas Kolm und Messner Alois Dürnberger wurden standesgemäß chauffiert. Und so segne die Menschen und ihre Fahrzeuge. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Nach der Segnung der Teilnehmer und der Besucher fuhren sie durch die Reihen der Oldtimer und segneten die Fahrzeuge. Aus der Vogelperspektive konnte man sich einen Überblick vom großen Andrang der Menschen machen, die über das Gelände marschierten. Den Anfang der Ausfahrten machten die Motorräder. Als nächstes kamen die Autos an die Reihe. Es war nicht ganz einfach, die große Anzahl von Fahrzeugen in eine geordnete Reihenfolge zu bringen. Wir durften mit Franz Ries und seiner Familie in einem Mercedes-Benz mitfahren, den er selbst restauriert hat. Es war ein schönes Gefühl, mit diesem Oldtimer mitzufahren, da man sich in eine andere Zeit zurückversetzt fühlte. Der Kurs ging rund um Steinhaus durch sämtliche Nachbargemeinden. Der Veranstalter hatte alles perfekt durchorganisiert und wurde durch zahlreiche Helfer unterstützt. Bei Kreuzungen sicherte die Feuerwehr die Strecke ab. Du hast selber das Auto restauriert. Wie alt ist das? Das Auto, wie es da steht, das ist Baujahr 1955. Wie lange hast du für die Restauration gebraucht? Ja, wir haben vor 17 Jahren begonnen und haben ca. 3 Jahre, also größtenteils im Winter, haben wir restauriert da. Wie ist denn das, wenn der Mann restauriert? Hat er dann noch viel Zeit für die Frau auch? Ja, das ist schon gegangen. Und ich habe selber sehr viel Freude dran und habe ihm ab und zu ein paar Handgriffe geholfen. Und so hat das auch wieder passt. Man konnte auch ein Fahrzeug aus dem Jahre 1903 bestaunen und die Besucher mussten feststellen, dass das Gefährt mit den heutigen Autos fast nichts gemein hat. Du bist da mit dem ältesten Fahrzeug hergekommen, das heute bei dieser Oldtimer-Ausstellung da ist. Wie alt ist das? Ja, es ist nicht nur das älteste Fahrzeug hier, sondern es ist das älteste Fahrzeug in Oberösterreich, das auf der Straße fahren darf. Nach der Zeremonie des Startens entschwand das Oldsmobil in gemächlichem Tempo. Auch die Traktoren drehten eine Runde durch die Gemeinden rund um Steinhaus. Auf einem Unimog begleiteten wir den eher gemütlichen Tross.
Nach der Rundfahrt gab es auch eine Preisverleihung, bei der verschiedene Kriterien ausschlaggebend waren. Zusammen mit Simona Bendeus gratulierte der Bürgermeister den Preisträgern. Die Veranstalter hatten auch für das leibliche Wohl gesorgt und deshalb traf man sich bei gutem Essen und kühlen Getränken zu einem Plausch und Erfahrungsaustausch. Was heißt so eine Veranstaltung für diesen Ort? Ja, so eine Veranstaltung ist ein Renommee für den Ort, weil natürlich viele Leute kommen und die Gemeinde sehen und sagen, dass sie bei uns was tut, und es bringt uns natürlich sicher in allen Variationen einiges. Euer Verein ist ja relativ klein mit 23 Leuten. Was muss man dann bei so einem Riesenevent beachten, dass das so schön funktioniert, wie es bei euch geklappt hat? Wir haben einmal unter die 23 Mitglieder, was wir haben, wirklich 23 Aktive. Von den 23 waren halt wirklich auch alle da. Und es ist auch geschaut worden, dass jeder ein bisschen seinen Verwandtschafts-Freundeskreis in die Organisation mit einbringt, dass man da von den Kölner her und so über die Runden kommt. Es ist natürlich nicht leicht. Es fängt sich sicher jeder an, so einen schönen Sonntag, eine andere Aktivität, was er da gerne unternehmen möchte. Aber ich möchte mich da auch über das noch einmal ganz herzlich bedanken, auch bei allen, die uns da wirklich tatkräftigst unterstützt haben.